Hier seit 40 Jahren und schreibe Bücher, die man draußen in der großen Welt mit Anerkennung liest. In Gundelbach werde ich weniger gelesen, aber darum nicht weniger verehrt. Ich gucke von meinem Arbeitszimmer über die Dächer der Stadt und wenn ich das Fenster aufmache, kann ich Ihnen oft sogar sagen, was für ein Wochentag ist. Samstags riecht es hier nämlich immer nach Kuchen und Sonntagmittags nach Braten. Gundelbach hat 10.000 Einwohner, zwei Kirchen, ein Amtsgericht, ein Gymnasium, eine Fabrik, in der die berühmten Gundelbacher Äpfel ausgepresst werden und, weil wir gerade vom Auspressen reden, ein Finanzamt gibt es natürlich auch. Gundelbach ist ein niedliches, verträumtes Städtchen. Hier können Sie noch über den Damm gehen, ohne vorher eine Lebensversicherung abzuschließen. Hier geht es ruhig zu. Aber gerade diese Ruhe macht die Gundelbacher unruhig. Sie pfeifen auf ihre Ruhe. So wie dieser D-Zug hier. Dieser D-Zug ist ein besonderer Schmerz für die kleine Stadt. Er hat nämlich einen Fehler. Er hält nicht. Kein schöner Zug von dem Zug. Täglich Punkt 11.11 Uhr fährt er donnernd durch Gundelbach. Begreiflich, dass man sich im Rathaus immer wieder aufregt über diesen haltlosen Zustand. Also meine Herren, stellen Sie sich vor, der Eisenbahnbezirksdirektionsdirektor hat es wieder abgelehnt, den Schnellzug 11.11 Uhr in Gundelbach halten zu lassen. Und zwar mit der Begründung, es läge kein öffentliches Bedürfnis vor. Meine Herren, dieses Bedürfnis hat mich die letzten Nächte nicht schlafen lassen. Aber es ist etwas dabei herausgekommen. Ich habe ein Mittel gefunden, das uns die Fremden zu Tausenden in unsere Stadt führen wird. Meine Herren, ich sage nur ein Wort. Festwochen. Der Ruhm mancher Stadt ist nur durch Festwochen begründet worden. Wer hat Salzburg oder Bayreuth gekannt, bevor es dort Festspiele gab? Und wer würde von Berlin sprechen, wenn da nicht ab und zu Festspiele wären? Verzeihung, Herr Bürgermeister, aber glauben Sie wirklich, dass die Kunst einen Schnellzug zum Halten bringt? Also in Stratford in England hält der Zug auch bloß wegen Shakespeare. Tja, wir haben aber keinen Shakespeare. Wir haben einen. Sie vergessen, dass ein Sohn unserer Stadt heute eine Persönlichkeit von höchstem kulturellen Range ist. Ein Dichter von Weltgeltung. Er könnte unseren Festwochen durch einen persönlichen Beitrag internationales Format verleihen. Glücklicherweise war über diesen Vorschlag nicht ich, sondern nur mein Bild im Bilde. Sonst wäre ich nämlich etwas aus dem Rahmen gefallen. Ach, der sitzt da draußen in seiner Villa. Der hat sich nie um Gundelbach gekümmert. Der will doch gar nichts von uns wissen. Immerhin, meine Herren, man könnte ihn aufsuchen und darum bitten. Und wenn er Nein sagt, haben wir überhaupt keinen Grund für Festwochen.
Ha, beruhigen Sie sich, wir haben einen, und zwar einen historischen. Professor Gollwitz vom Gymnasium hat nämlich entdeckt, dass die Verleihung des Marktrechtes an unsere Stadt vor nunmehr genau... Ja, also waren es nun 1000 oder 1500 Jahre? Na, also da müssen wir den Professor noch mal fragen. 453. Ich hoffe, ihr werdet diese Zahl nie vergessen. Diese Zahl, die unser aller Herzen höher schlagen lassen muss. Herein. Blümel, was gibt's? Verzeihen Sie, Herr Professor, aber der Herr Bürgermeister bittet Sie aufs Rathaus. Es handelt sich um etwas Wichtiges. Um etwas? Ah, ja, die 1500-Jahr-Feier und das Jubiläum. Ich bitte mir absolute Ruhe aus, ja? Sie werden veranlassen, dass ein Herr Kollege den Unterricht hier fortsetzt? Den Unterricht hier fortsetzt, ja? Ruhe! Kommen Sie. Um Ihnen einen kurzen Einblick in die damaligen historischen Vorgänge geben zu können, lassen Sie sich etwas weiter ausholen. Der damalige regierende Herzog. Naja, also, danke schön, Herr Professor, genügt schon. Sie sehen, meine Herren, 1500 Jahre Gundelbach. Wir haben so ein Datum für unsere Festwochen. Ich hoffe, meine Herren, dass Sie alle an der Verwirklichung des Planes mitarbeiten werden. Ich möchte nicht verfehlen, auch meine bescheidenen Dienste zur Verfügung zu stellen. Gut gemeint, Herr Professor, aber ich wüsste wirklich nicht, was Sie dabei tun sollten. Er könnte doch zu unserem Dichter gehen. Aber bitte, bitte, meine Herren, die Idee ist gar nicht so absurd. Der Vorschlag ist geradezu glänzend. Herr Professor, Sie könnten... Das sah den Herren vom Bürger hart ähnlich. Weil sich keiner von ihnen zu mir traute, schickten sie einen Ungeschickten. Am nächsten Tag kam der gute Professor Gollwitz. Ich hatte keine Ahnung davon, sonst hätte sich meine Haushälterin etwas aufgeschlossener gezeigt. Zugegeben, ich bin mit den Jahren etwas menschenscheu geworden, aber so traurig hätte ich natürlich nicht wegziehen lassen. Besonders, wenn ich die Folgen geahnt hätte. Du hast dich abweisen lassen? Das sieht mir ähnlich. Und ich, Närrin, habe gehofft, dass du wenigstens das noch von meiner Abreise erledigen wirst. Aber Mama, Papa kann doch nichts dafür. Nichts dafür? Was soll denn der Badeanzug mitten im Winter? Na also, so kommst du nie in den Gemeinderat. Nicht einmal im Festkomitee bist du. Obwohl die Idee mit den 1500 Jahren doch von dir stammt. Papa, der Bürgermeister will nicht sprechen. Ah, der will sicher das Resultat wissen. Lass mich mit ihm reden. Ja, Bürgermeister, jeden Tag. Nein, nein, ja natürlich war mein Mann bei ihm. Ja. Ach, die Sache steht ausgezeichnet. Nein, also eine direkte Zusage hat er noch nicht, aber es ist fast so gut wie sich. Kannst du nicht so etwas sagen? Nein, ach, mein Mann macht das ja großartig, Herr Bürgermeister. Aber bitte, Herr Bürgermeister, keine Ursache. Wiederschauen, Herr Bürgermeister, Wiedersehen, Wiedersehen. Friederike, du bringst mich da in eine Situation, aus der ich nie mehr herausfinde. Oh ja, sehr einfach sogar, schon morgen. Du wirst nämlich morgen wieder hin. Aber Mama... Na, man muss deinen Vater zwingen, endlich energisch zu werden. Denn das sage ich dir, du. Wenn ich von der Reise zurückkomme, hast du sein neuestes Stück und bist im Festkomitee. Rosa! Rosa! Wo bleiben Sie mit meinen Hutschachteln? Ich weiß ja nicht, welche Hutschachteln, weil ich nicht weiß, welche Hüte Sie mitnehmen wollen. Dieser ist ja ein bisschen hell für die Jahreszeit, nicht? Aber sehen Sie, ich finde, er verleiht dem Gesicht eine edle Linie. Sie sind wohl blödsinnig geworden. Mein Zug fährt ab und Sie probieren meine Hüte. Nun schon wieder. Na, vielleicht liegt es am Versager. Vergaser. Unfug, wir haben kein Benzin mehr, das ist alles. Was ist denn? Kein Benzin mehr, Frau Direktor. Je älter der wird, desto mehr frisst er. Also Gott, so dämlich, was habt ihr denn? Warum halten wir denn hier an? Wir haben kein Benzin mehr. Der muss der Charlie eben welches holen. Schön und gut, aber womit? Mit dem Kanister natürlich, womit denn sonst? Na, und hier? Ich bin nur für künstlerische Fragen zuständig. Kasse und Verwaltung, Frau Direktor Striese. Charlieschen,
Wir vertrauen Ihnen voll und ganz. Sie dürfen das Geld für uns auslegen. Ja, vielleicht von der Gage, die Sie mir seit einem halben Jahr schuldig sind? Wollen Sie Verreichte wie unschuldigen Kinder auf offener Landstraße ihrem Schicksal überlassen? Iphigenie, Carlos, Othello. Versteckten Hamlet! Hier, Papa! Sein oder nicht sein, welchen Lumpscher 5 Liter Benzin. Emanuel, guck mal da! Festspiele in Dunkelbach. Die schickt uns der Himmel. Nur haben Sie bloß keine Angst, mein Gut, sondern kommen zu Ihnen wie vom Himmel geschickt. Wir sind genau die Richtigen für Ihre Festwochen, da können Sie Gift hochnehmen. Naja, ich habe mir das ja ein bisschen anders vorgestellt, aber meinetwegen. Solange ich den Saal nicht brauche. Sie werden staunen, mein Guter. Schon die Eröffnungsvorstellung Königsleutnant geht bei uns wie geschmiert, sag ich Ihnen. Spielen wir ohne Souffleur. Den hört ja doch keiner vom Publikum auf, nicht wahr? Ah, da seid ihr ja. Na komm, noch mal ein bisschen Tempo, nicht wahr? Ja, Papa. Also, mein Königsleutnant, muss ich also schon selber sagen, das ist eine virtuose Leistung in meinem Repertoire. Das ist ja eine bonfortionöse Bühne. Und wann wollen Sie spielen? Heute Abend, da machen wir gar kein langes Gefitze. Naja, dann werde ich Ihnen erstmal Ihre Zimmer zeigen. Zimmer? Zu was denn Zimmer? Na, wo wollen Sie denn wohnen? Na, hier, auf der Bühne. Auf der Bühne? Auf der Bühne. Da spielen wir und da wohnen wir auch gleich. Emanuel, sprich doch nicht so viel. Denk an deine Stimme. Wir haben doch heute Königsleutnant. Sein ein rührendes Weib. Charlie, geben Sie mir die Plakate. Ja, Frau Direktor. Gib du die Handzettel darauf. Sofort, mein Herzchen. Aber die Stühle hier, die müssen Sie selbst aufstellen. Darauf sind wir eingefuchst, mein Guter. Wenn wir heute Abend spielen wollen, ist die höchste Zeit, dass der Menschheit erfährt. Kinderchen. So, ihr holte Säulen, ihr klebte Plakate, wie immer schön, nicht? Und in 2 Stunden darf es in der ganzen Stadt kein anderes Gespräch geben als... Der Königsleutnant! Ja. Mit Emanuel und Luise Stries in den Hauptrollen. Ach, ja. Vielleicht geht dieser hier. Ich könnte mir vorstellen, dass ein junges Mädchen wie Sie sich nach etwas Abwechslung sehnt, nach ein bisschen Glanz, nach etwas Aufregendem. Oh ja, das schon. Oh, der passt ja großartig. Und deswegen möchte ich nicht versäumen, Sie darauf hinzuweisen, dass heute um 20 Uhr im Gasthof Perchtramer der Königsleutnant gegeben wird. Ja, und was ist mit dem Hut? Hut? Ach, wollte ich an sich gar keinen, aber Sie werden ganz bestimmt kommen, wenn Sie jetzt erfahren, dass ich persönlich die Titelrolle spiele. Ich denke nicht daran. Herr Bäckermeister, für jede Karte, die Sie verkaufen, bekommen Sie 20%. Sind das nicht ein bisschen viel Karten, junger Mann? Herr Bäckermeister, Emanuel Striese spielt. Ach so. Dieses Häufchen da geht weg wie Ihre warmen Semmeln. Dankeschön, Herr Bäckermeister. Komm, Iphigenie, worauf wartest du denn? Herr Bäckermeister, wie viel kosten von dem Kuchen ein Stück? 10, mein Kind. 3 Stück, 25. Und 6? 6, 50. Und ein Dutzend? Ein Dutzend, 90. Macht 45 für ein halbes Dutzend. Geben Sie mir bitte 6. Ach so, ja. So, mein Kind. Dankeschön, Herr Bäckermeister. Auf Wiedersehen. Ja? Und bezahlen? Das verrechnen Sie bitte mit den Prozenten. Dankeschön, Herr Bäckermeister. Wiedersehen. Oh, Charlie, seien Sie bloß vorsichtig mit dem edlen Material. Ja, Frau Direktor. So. Nun halte mal still, Emanuel. Ach, Mann, dein Kopf wird immer dicker. Bald ist er nicht mehr zu reparieren. Die Brücke ist morsch wie Zunder. Na ja, nun habe ich es aber auch fast schon so lange, wie ich dich habe, Luise. Wenn sie nur endgültig hin ist, da hilft es nicht. Da müssen wir ein neues Stück einstudieren. Ich setze neu das Keilchen ein. So, nun macht ihr mal die Tüten zu. Jetzt haben wir Unterricht. Nun wollen wir doch mal sehen, was ihr von der vorigen Erdkundestunde behalten habt. Also, wir waren stehen geblieben mitten im Bodensee. Konstanz hatten wir links liegen lassen. Und wenn wir nur die Straße weiter geradeaus fahren, da kommen wir an ein großes Schild.
Nicht wahr? Und Othello, willst du wohl die Finger aus der Nase nehmen? Das kannst du nur weiß Gott nachher machen. Na? Da kommen wir an ein großes Schild und da steht drauf, ne? Wie viel gehen die? Ne? Na, wie heißt die Stadt? Nicht so fliehen, Othello. Iphigenie. Kindchen. Da sind wir doch schon einmal gewesen. Nu? Duttlingen, wo ich meine größten Erfolge als Kaiser Josef gehabt habe. Wenn wir nur weiter raufgehen, da kommen wir nach Biberlingen. Duttlingen, Biberlingen, warum müssen wir eigentlich diese blöden Orte lernen? Schäm dich was, Hamlet. Warum? Weil dein Vater dort große Triumphe gefeiert hat. Außerdem gehört es zur Allgemeinbildung. Der Schauspieler muss gebildet sein. Wenn euer Vater nicht gebildet wäre, hätte er nie Goethes Faust auf knapp 2 Stunden zusammenstreichen können. Ich war mir ja schon wieder Ansichtskach. Na, ab und zu muss ich meinem Vater doch mitteilen, dass ich brav in Heidelberg sitze und studiere. Sonst schickt er mir doch kein Geld mehr. Los, los, Kinder, Umbau! Stühle weg, die Höchstzeit! Hey, du Grünen, nein, in 2 Stunden, da klingeln wir ja zum ersten Mal. Nur aber Dalli, du Dalli, Dalli. Rosa! Herr Professor, ich weine mir ja die Augen aus dem Kopf. Ja, warum denn? Was ist denn passiert? Sie sind ein Genie, Herr Professor. Rosa, ich habe Ihnen bereits gesagt, ich wünsche nicht, dass Sie in meinem Schreibtisch herumkramen. Ihr Arbeitsfeld ist die Küche. Und was dort los ist, das ist zum Weinen. Ja, wie die Sabinerin alle in die Schlucht fallen und dann sterben. Naja, es tut mir sehr leid, dass Sie die Lektüre meines Theaterstückes so aufregt. Aber es wäre doch besser, wenn Sie jetzt um ein Abendbrot kümmern würden. Glauben Sie nicht? Ja, na, also, Professor. Was denn? Heute Abend ist doch Theater. Ja? Könnte ich denn nicht frei haben, bitte? Frei haben? Ja, bitte, ich habe nichts dagegen, aber warten Sie lieber, bis meine Tochter kommt, ja? Ja, danke, Herr Professor, danke. Ist voll? Lassen Sie mich mal gucken. Lieber Gott. Na ja, nun, da strömt ja schon wieder einer. Herr Direktor Striese braucht 1 Liter Rotwein für das Gastmahl im 2. Akt. Er sagt, es hat nur seine Wirkung mit echtem Wein. Wein auch noch? Na, den werde ich mir kaufen. Keine Miete und kein Mensch im Saal. Aber wenn Sie ein Gläschen wollen, Muttchen. Sie, ich bin kein Muttchen. Frau Direktor, es werden nicht mehr. Ganze 8 Personen. Um Gottes Willen. Wisst ihr, was ich gesagt habe? Wein ist nicht. Und Muttchen hat der zu mir gesagt. Ich hab jetzt aber bald die Nase voll, dass ich immer die Alten spielen muss, bloß weil die Frau Direktor nicht von Jugendlichen runter will. Und was soll ich denn sagen? Ich muss immer die Komiker spielen. Und da bin ich jugendlicher Held und Liebhaber. Ach ja. Muttchen, wo ist denn der Herr Striese? Herr Direktor Striese, bitte. Emanuel! Ja, mein liebes Herzchen. Herr Striese, bei mir ist es üblich, dass die Saalmiete im Voraus bezahlt wird. Die finanziellen Fragen erledigt Frau Direktor Striese. Also, Frau Direktor Striese? Ach, Herr Perstrange, Sie staunen sicher über unsere Ausstattung, was? Alles Rokoko. Ich möchte kassieren, ich habe die Quittung gleich mitgebracht. Wieso denn Quittung? Was denn für Umstände? Wir vertrauen Ihnen doch. Na, Sie werden uns doch nicht betrügen, Sie nicht. Also, was ist? Sie wollen jetzt? Ja, ich habe doch gleich meinen Auftritt. Ich muss mich jetzt auf meine Rolle konzentrieren. Übrigens, das Geld könnte ich Ihnen heute Abend ja nicht geben. Aha. Na ja, kein Aha. Die Bank ist ja geschlossen. Wenn Sie sogar ein Konto haben, können Sie mir ja einen Scheck geben. Ach, da kennen Sie uns aber schlecht. Wir zahlen bar oder gar nicht? Gar nicht, das sieht mir nämlich so aus. Das kommt davon, wenn man sich auf klassische Schauspieler einlässt. Das kann ich Ihnen aber sagen. Ihre Autos kommen ja nicht vom Hof, bevor ich mein Geld habe. Vorhin war der aber viel netter. Holen wir die Stiebel. Wir fangen an. Emanuel, du willst doch nicht etwas spielen. Da wird es im Stand und dreht uns das Licht ab. Lass mich nur machen. Charlie, kommen Sie, hier ist das Halstuch. Wir machen genau dasselbe wie in Falkenhausen. Sehr verehrte Damen und Herren, infolge einer plötzlichen Erkrankung
unseres sehr verdienten Mitglieds, Herrn Charlie Rent, sehen wir uns leider gezwungen, die heutige Vorstellung abzusagen. Oh. Herr Rent sagt, er ist sehr unglücklich darüber. Und wir alle haben uns so auf das Publikum von Falkenhausen gefreut. Gundelbach. Wie? Gundelbach gefreut. Die vier gelösten Eintrittskarten behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit. Ich danke Ihnen. Was ist los? Er steht noch rum. Los, wir müssen weg. Schade um die schöne Schminke. Und ich war so guter Stimmung. Das wäre Ihnen eine feine Vorstellung geworden. Ja, alles zusammenpacken. Wir müssen weg. Was, mitten in der Nacht? Ja, leise. Er wird das nichts hören. Frau Direktor, ich habe da noch ein paar Mark. Vielleicht damit helfen kann. Na, vielleicht könnte ich noch mal mit dem Wirt reden. Ich glaube nämlich, ich bin sein Schüler. Kinderchen, bildet euch doch nicht ein, dass es morgen voller ist. Diese Stadt ist nichts für unseren Königsleutnant. Da habe ich eine Nase für. Frau Direktor hat recht. Ich danke euch, liebe Freunde. Hier bleiben und ich. Hier nicht. Die Bezeichnung klassisches Schauspiel hat die Leute abgeschreckt. Aber wenn wir draußen ein Schild angebracht hätten, Jugendlichen ist der Eintritt verboten. Da wären sie gekommen. Na nun, pack den Klumpatsch zusammen. Hier haben nicht mir, hier hat wieder einmal das Publikum versagt. Ich weiß genau, was die wollen. Sinnestaumel, Kriminalistik, Sexappeal. Wenn wir uns auf unserer Bühne in erotischen Zweideutigkeiten ergehen würden, dann braucht man unsere Perlen nicht vor Leberstuhl reinzuschmeißen. Aber nie wird Emanuel Spieße diesen niedrigen Instinkten Folge leisten. Nie! Schrei nicht zu Emanuel, das hört er doch. Nie werde ich. Also nun hast du mich aber rausgebracht. Jetzt habe ich meinen Text vergessen. Das ist er. Was nun? Schwachheit, dein Name ist Weib. Ich fürchte mich nicht. Rein! Vergebung. Habe ich die große Ehre, Herrn Direktor Striese gegenüberzustehen? Die haben Sie. Was kann Emanuel Striese für Sie tun? Vergebung, nicht mir frommt es, etwas zu erbitten. Im Gegenteil. Und dennoch hätte ich es kaum gewagt, zu Ihnen vorzudringen. Allein meine langjährige innere Leidenschaft gab mir den Mut. Mein Fräulein, duster ist der Redesinn. Machen Sie mal mehr Licht, wenn ich bitten darf. Und dann sagen Sie mal, Sie sprechen so unnatürlich. Sind Sie auch beim Theater? Leider nein. Ich bin Hausangestellte. Mein Name ist Rosalinde Blume. Man nennt mich schlicht Rosa. Nu? Ich hörte von der Krankheit Ihres Mitglieds. Flugs eilte ich nur nach Haus, um ihm den Schmerz des Halses nun zu lindern. Ich habe unseren Hustensaft geholt für gegen seine Heiserkeit. Das ist ja nur wieder niedlich. Herzlichen Dank. Ach, das ist die Bühne, ja? Natürlich. Für mein Leben gern möchte ich da mal rauf. Na, dann tun Sie es doch. Na, wirklich? Ich darf da rauf? Emanuel, halt dich nicht so lange auf. Spinnt. Hort können wir für die Kinder brauchen. Ach, könnte ich doch auch einmal hier stehen, so im Licht der Rampen. Nun, das stellen Sie sich mal nicht so leicht vor. Ruhm und Erfolg haben will jeder, aber von der Pike anfangen, das will keiner. Wer hier oben agieren will, der muss sich erst unten bewähren. Im Publikum? Nein, im Souffleurkasten. Erst muss man die Klassiker flüstern und später darf man sie laut sagen. Ja, aber ich wäre ja schon überglücklich, wenn ich hier unten sitzen dürfte. In so einem schönen Stück, wo alles weint. Sie meinen die Tragödien? Emanuel. In so einem Stück wie das von unserem Herrn Professor, wo sie dann alle sterben im letzten Akt. Professor? Was ist denn das für ein Professor? Bitte? Unser Herr Professor Gollwitz hier vom Gymnasium. Ach, und der hat ein Stück geschrieben? Ja, schon lange. Ist das Stück schon viel aufgeführt worden? Aber nein, wo denken Sie hin? Damit hat unser Herr Professor überhaupt nichts im Sinn. Sagen Sie mal, wie groß ist denn so eine Schulklasse? Dieses Jahr sind es 25. Ach, und wie lange ist Ihr Professor an dem Gymnasium? Ich glaube, 20 Jahre. Luise, ich glaube, ich verstehe nicht ganz. Emanuel, du bist doch sonst nicht auf den Kopf gefallen. Komm mal mit. Emanuel. Wir müssen das Stück von dem Professor haben. Ja, wieso denn? Erinnere dich doch an Königsroda. Königsroda? Ach,
du meinst, wo wir das Stück von dem höheren Finanzbeamten aufgeführt haben? Ja, so gut besucht waren wir doch nie wieder. Da sind doch alle Leute reingegangen, die Steuerschulden hatten. Und einen größeren Zimt kann der Professor auch nicht geschrieben haben. Aber Luise, der hier, der ist doch gar nicht beim Finanzamt. Emanuel Striese, nur rechne mal nach. Wenn ein Professor ein Stück schreibt, dann gehen alle Schüler rein. 25 hat er jedes Jahr und das 20 Jahre lang macht 500. Jeder Schüler hat zwei Paar Eltern, macht 1500. Vielleicht heiraten einige Schüler in diesen Jahren, dann kommen noch die Frauen hinzu und die Schwiegereltern und die Kinder. Kollegen, unsere Frau Dreckbar hat wieder mal den rettenden Einfall gehabt. Wir bleiben hier. Papa, dein Tee. Ja, komm schon. Bon, Renate. Guten Morgen, Papa. Bon. Ich mache schon auf, Rosa ist nicht da. Ja, ja. Papa, ein Herr möchte dich sprechen. Jetzt? Ich muss doch zur Schule. Kannst du mir das nicht abnehmen? Ja, ich muss ins Geschäft. Was soll das? Bitte, lass mich. Schönsten guten Morgen, Herr Professor. Striese. Theaterdirektor Striese. Ja, bitte, womit kann ich dienen? Aber Herr Professor, von Ihnen kann ja gar keine Rede sein. Ich bin gerade dabei, die hervorragendsten Persönlichkeiten dieser Stadt zu besuchen. So. Ja, ich bin nämlich auf der Yacht nach neuen Autoren. Nach neuen Autoren? So. Ja, das ist die Gepflogenheit meines Unternehmens in jeder Stadt, den Kontakt mit den geistigen Kapazitäten aufzunehmen. Sehr interessant. Ich habe nur leider sehr wenig Zeit, aber wenn Sie vielleicht eine Tasse Tee mit mir nehmen... Oh, das ist aber zu gütig. Bitte, Platz zu nehmen, Herr Direktor. Das ist die Reizen. Da wär's mir erlauben, auch gleich ein kleines Bämmchen mit. Ja, bitte nur zuzugreifen. Wie kommen Sie gerade auf mich, Herr Direktor? Nur, Herr Professor, unterschätzen den Ruf vom Herrn Professor aber gewaltig. Wie ich höre, sind Sie in der ganzen Stadt bekannt als ein großer Kenner des klassischen Altertums. Nun, da könnte es doch sein, dass Sie selbst... dass Sie selbst einmal auf die Idee kämen, sich an so einen klassischen Stoff heranzumachen. Das ist keine Marmelade, das ist ein Gedicht. Seltsam, dass Sie den Weg gerade zu mir geführt hat. Ich hätte nämlich tatsächlich... ein Stück, aber es geht nicht. Nein, es geht nicht. Warum geht's denn, Herr Professor? Es geht alles. Wenn Sie mir aber jetzt sagen, dass Sie wirklich ein Stück gedichtet haben, da schlage ich der Länge noch hin. Ich? Nein, das ist nicht von mir. Nein, nein, es ist ein Jugendwerk eines Jugendfreundes von mir, das in seiner Jugend geschrieben hat. Es ist die Mäßigkeit. Es ist ein modernes Stück. Nein, nein, eine Römertragödie. Herr Professor, das kommt mir aber apropos. Könnte man da nicht mal einen Blick hineintun? Wie gesagt, es ist ja nicht von mir. Herr Professor, auf mich können Sie sich doch verlassen. Sagen Sie mir noch eins, Herr Professor. Wie heißt denn das Stück? Der Raub der Sabinerinnen. Ei, verflixt nochmal. Das sehe ich schon gedruckt auf dem Theaterzettel. Sittendrama aus dem alten Rom. Nein, es ist doch ein Trauerspiel. Nein, ein Sittendrama zieht ja mehr. Da kenne ich ja mein Publikum. Die wollen Nervenkitzel, die wollen Sinnestaume. So, ja. Nein, nein, geht nicht. Nein, ich kann es nicht. Lass es nicht mehr los. Also, bitte, meinetwegen, lesen das Stück durch, aber bitte, Sie müssen sich verpflichten, es mir persönlich wieder zurückzugeben. Und bitte zu keinem Menschen ein Wort darüber, ja? Ums Himmels Willen, haben Sie die ganze Zeit aus dieser Kanne hier eingegossen? Ja, freilich. Zwei Tassen, mir ist schon ganz schlapperig. Da haben Sie ja die ganze Zeit nur heißes Wasser getrunken. Drum, dann war er auch so dünne. Ich habe mich gleich gewundert, warum bei Ihnen hier der Tee genauso schmeckt wie bei uns zu Hause. 34, 35, 36, 37 Personen hat man Töne. Da wären wir manchmal froh gewesen, wenn wir die abends im Publikum gehabt hätten. Du meine Güte, da kommt ja noch das römische Heer dazu. Das sind ja noch mal mindestens 10 Personen. Nee, das schaffen wir nicht. Aber Papa, bei Schillers Räuber waren wir doch auch nur 8. Ja, der Junge hat vollkommen recht. Wir können aber zusammenlegen und streichen. Das geht nicht. Denk doch mal alleine die Sabinierinnen. Also hier zum Beispiel, Virginia, des Königs jüngste Tochter. Die spiel ich. Natürlich, aber nu. Lavinia, eine greise Amme. Die spielt Fräulein Müller-Mothesius. Och, immer ich. Kann ich denn die nicht mal auf Jung spielen? Wir haben alle mal alt angefangen.
Nee, das kann ich dem Professor nicht zumuten. Also diese Verantwortung, die kann ich nicht übernehmen. Aber Emanuel, uns gegenüber hast du auch eine Verantwortung. Wir liegen auf der Nase. Wir müssen das Stück spielen. Nun, meinetwegen. Aber ich muss dir sagen, ich habe einen Heidenbammel. Großartig, Herr Professor. Ich hätte keine Angst, das Stück aufzuführen. Nicht so laut, nicht so laut. Meine herzliche Gratulation, Herr Professor. Und die Sprache, es reimt sich alles so schön. Kommen Sie da herein. Gleich hier herein. Aber Herr Professor, es ist eine Affenschande, dass so ein Stück in der Schublade liegt. So. Natürlich führen wir es auf. Aber, nicht jetzt auch. Kein Aber, Herr Professor. Nun, Herr Professor, nun gucken Sie sich mal meine Frau genau an. Wieso, ne? Ist nicht die Virginia, wie sie leibt und lebt? Ach so, Herr Direktor, um Gottes Willen, die Virginia ist doch die 16-jährige Tochter des Königs Titus Tatius. Na und? Verzeihen Sie, aber die Frau Gemahlin ist doch mindestens... Das verspielt sich, Herr Professor. Nur als Laie können Sie das nicht richtig beurteilen. Sie können ja von Schauspielkunst nicht viel verstehen. Aber meine Frau verfügt über eine staunenswerte Verwandlungsfähigkeit. Die Kritiker vergleichen sie immer mit einem Chamäleon. Mit einem Ja. Als ich sie in Viersen im Rheinland, ihre Heimat, kennenlernt, habe ich sie vom Fleck weg engagiert, geheiratet. Direktor, bitte lassen Sie mich jetzt auch endlich zu Worte kommen. Ich muss nämlich ein Geständnis machen. Nämlich, das Stück ist nicht von einem meiner Freunde. Ich selbst habe das Stück verfasst in meiner Jugend. Als ob wir uns das nicht schon gedacht hätten. Und Sie werden doch begreifen, Herr Direktor, in meiner Stellung als Schulmann, also mein Name darf mit dem Stück keinesfalls in Zusammenhang gebracht werden. Herr Jesus, Herr Professor, machen Sie keine Fissimatenten. Ihr Name ist ja die Hauptsache, da braucht man das Stück ja gar nicht spielen. Meinen Sie, die Leute würden in den Faust gehen, wenn sie nicht wüssten, dass er von Goethe ist? Nein, Herr Direktor, bitte, es geht nicht. Es geht wirklich. Bitte schlagen Sie die Sache aber aus dem schön, Kopf. Aber schön, Herr Professor, wenn Sie das durchaus nicht wünschen. Ja? Wir brauchen ja den Namen des Dichters gar nicht zu nennen. Wieso? Statt Ihres Namens machen wir einfach drei Sternchen. Ach so. Jetzt? Du, was sind denn das für drei Sternchen? Das ist doch der, der es geschrieben hat. Wirst du wohl ruhig sein, davon darfst du doch nichts sagen. Ist eine hervorragende, nicht genannt sein wollende Persönlichkeit aus dieser Stadt. Was sind denn das für drei Sternchen? Das ist doch der, der es geschrieben hat. Wirst du wohl ruhig sein, davon darfst du dir auch nichts sagen. Das ist eine hervorragende, nicht genannt sein wollende Persönlichkeit aus dieser Stadt. Bitte, Frau Bede. Herr Professor, Ihr Stück, das geht schon wie geschmiert. So. Herr Professor, Sie sollten mal sich eine Probe ansehen. Da würden Sie vielleicht Augen machen. Freut mich sehr, das zu hören. Nur mit der Ausstattung, Herr Professor. Also da hapert's noch gewaltig. Ja, und gerade da müsste man doch auf Draht sein. Ja, auf historische Genauigkeit lege ich den größten Wert. Wir ja auch, Herr Professor. Und da haben wir uns gedacht, wenn Sie uns vielleicht mit so ein paar Gegenständen aus Ihrer Wohnung oder der Arme greifen würden. Wie, aus meiner Wohnung? Ja. Na ja, da müsste ich erst meine Tochter fragen. Sie entschuldigen mich, einen Augenblick. Emanuel, guck mal hier. Der herrliche Toja für dich. Und da oben den Querbehang mit dem Bömmelchen, der ist für mich. Und den Moses, den können wir auch gebrauchen. Luise, jetzt hör dir den Ton an. Also diesen Bim-Bam-Gum, den könnten wir doch auch in der Handlung einbauen, ne? Natürlich. Ein Stück? Ja, ein Theaterstück. Das aufgeführt wird? Das aufgeführt, den zeige ich doch die ganze Zeit. Ja, das ist ganz schön, Papa. Aber wenn Mama das erfährt, dann... Ah ja, Mama, naja. Jedenfalls werde ich Mama schreiben, dass sie etwas länger bleiben soll. Ich weiß ja nicht, ob Sie einen Sohn haben, aber wenn Sie einen Sohn haben, so einen Sohn wie meinen Sohn haben Sie bestimmt nicht. Wer mal ein Bild zeigen. Ach, da will ich mal eine nette Geschichte erzählen. Also ich sah neulich zu meinem Sohn Karl. Sag, hier sehen Sie mal, hier ist er. Wie, na, ach, lassen Sie mich doch bitte zufrieden. Da ist denn das. Sowas. Welche Frau, ach. Welche Frau, haben Hüsterchen, soll ich mal ein bisschen Klöppe machen? Verstehen Sie sich. Ja, wollen Sie vielleicht noch meinen Sohn sehen? Hier, studiert gerade in Heidelberg. Ach, Ihren Sohn können Sie sich ja in Hut stecken. Ach, na, hören Sie mal, das Ding brauchen Sie nicht gleich wegzuschmeißen. Machen Sie lieber Ihren verdammten Glimmstängel aus. Ein Glimmstängel, sagt, Nee, Frau, das ist eine echte Havanna, hier riechen Sie mal. Sie Flegel.
werde den Schaffner rufen. Man kann ja hier nicht atmen. Moment, ich kann mal hier mal das Fenster aufmachen. Ich soll mir wohl den Tod holen. Na, dann gehen Sie doch in Nichtraucher. Ach, werde ich froh sein, wenn ich wieder in meinem gemütlichen Zuhause bin. Bei euch die Bettwäsche. Was wollen Sie denn mit der Bettwäsche? Ja, sollen Sie die Römer nackt herumlaufen? Hier im Schlafzimmer. Da bin ich schon. Dankeschön. Die Ausstattung wird pompös. Herr Professor, hier. Also den Gummibaum, den können wir gut gebrauchen. Den stellen wir im ersten Akt auf die Bühne und der verkörpert den Bienchenheim. Das geht doch nicht, das können Sie nicht machen. Also Herr Professor, da haben wir schon ganz andere Sachen gemacht. Und in den seinen Schatten, da ergeht sich denn der König die Substanz. Titus Tatius, ich sag ja, Titius Tatius, der. Charlie, ich muss Sie mal etwas fragen. Bitte, Fräulein Monat. Sagen Sie mal ehrlich, taugt das Stück denn etwas? Tja, wenn Sie mich fragen, verstehe ich gar nicht, warum Ihr Vater sich so dafür einsetzt. Wie meinen Sie denn das? Wenn Sie mal so viel Blödsinn wie in dem Stück vorkommt, also wer das geschrieben hat, muss ein ganz schöner Trottel sein. Der Trottel ist mein Vater. Oh, was riecht denn hier so gut? Wir haben Schweinebraten, Herr Direktor. Der sieht aber auch aus. Lassen Sie mich doch mal kurz. Ja, aber gern doch. Bitte schön. Nur also, schade, dass in dem Stück, in dem Raub der Sabinierin, kein Schweinebraten drin vorkommt. Ach, Herr Direktor, aber wenn ich wirklich bei Ihnen soufflieren darf, ja? Dürfen Sie. Ja, dann müssen Sie mir doch auch sagen, wie man das machen muss. Leise. Hm? Vor allen Dingen leise. Wasser. Mir schmeckt nicht Speis noch Trank, weil mich das Schicksal meines Volks erschüttert. Aber geben Sie mir doch mal ein kleines Stück. Ich Othellochen, darf das schon schneller runter, nicht? Sehen Sie mal, Frau Direktor, ist es nicht schick, da ziehe ich nichts runter an. Schämen Sie sich, Sie spielen doch die greise Amme. Riesig! Aber der Herr Direktor hat doch gesagt, der Papagei muss mit. Nein, das geht nicht. Schauen Sie, der Papagei ist das Lieblingste von meiner Frau. Das macht doch gar nichts. Dann schreiben wir einfach ins Programm, der Vogel ist von Frau Professor Golding. Ich habe Ihnen doch 100 Mal schon gesagt, meine Frau darf von alledem nichts wissen. Was ist denn? Komm doch mal. Was? Hau doch mal so auf. Meine Frau kommt jetzt. Hinüber ins Schlafzimmer. Hinüber. Da bin ich doch. Oh. Martin! Renate! Wie sieht's denn hier aus? Was ist denn hier passiert? Meine Gardinen und alles, was ist denn... Gestatten Sie, gnädige Frau. Ihr Gatte und Ihr Fräulein Tochter sind noch ganz durcheinander. Durcheinander? Wovon? Ja, ihr Hausmädchen hat plötzlich die Masern bekommen. Die Masern? Ja. Rosa? Ja, die arme Rosa. Ja, aber wer sind Sie denn? Der Arzt? Ja, der Arzt. Ja, aber mein Papagei, den wir da eben rausgetragen haben. Oh, wir mussten einige Gegenstände zur Desinfektion bringen, die mit Rosa in Berührung kamen. Ja. Mein Armer, mein Ärmster. Und in solcher Situation lasse ich dich allein. Ich bin ja ein Unmensch. Ach, das wird jetzt alles anders. Ich bin ja da. Ich ziehe mich sofort um. Ja. Ins Schlafzimmer. Nein, Liebling. Was ist los? Och, nur eine kleine Ohnmacht. Um Gottes Willen, legen Sie sie auf die Couch. Ja, die Nerven scheinen noch etwas angegriffen. Ach, das sind nur die Folgen der Aufregung. Mein Riechsalz steht im Schlafzimmer. Ja, ich hol's dir. Nein, du findest mich lieber. Wie? Wer ist denn das schon wieder? Martin, wer ist das? Wer ist das? Ist doch die Aushilfe für die Rosa. Das ist die Aushilfe für die Rosa. Weil Rosa liegt ja da nieder krank, im Bett. Ach, die gnädige Frau? Rosa, Sie sind auf? Natürlich, schon seit 7 Uhr. Ich denke, Sie sind krank. Davon hat mir niemand was gesagt. Ach ja, ich habe Zahnschmerzen. Martin, was geht hier vor? Sie waren zu Tausenden vereint. Und doch, man wird hier keinem Weibe ein Härchen krümmen. Denn bald scheint der Mond mit seiner Silberscheibe. Ihr Götter, hört den König die Zuschauer. Ein Irrer. Mama, ich will dir jetzt mal alles erklären. Ich will keine Erklärung. Ich will wissen, was wird hier gespielt? Der Raub der Sabinerinnen.
Friederike, du wirst gleich alles verstehen. Bitte beruhig dich. Der Raub der Sabinerin ist nämlich ein Theaterstück. Ein Stück? Ein Theaterstück? Ach, jetzt verstehe ich die drei Sternchen auf dem Plakat. Er will anonym bleiben. Martin! Aber Martin, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? So was kannst du doch nicht ohne mich tun. Ja, mein Guter, mein Bester. Also ist es dir doch gelungen, unseren großen Dichter zu bewegen, dir ein neues Stück zu geben. Aber ich frage mich nur, warum will er nicht genannt werden? Ja, warum? Weil, es ist ein Jugendwerk. Martin, ich bin ja so stolz auf dich. Und jetzt werde ich mit dem Bürgermeister reden. Aber Frau Professor, warum hat Ihr Mann uns das denn nicht mitgeteilt? Oh Gott, Sie wissen ja, der Mann wimmelt ja nur so von Komplexen. Sicher wollte er sich wieder mal nicht aufdrängen. Aufdrängen, ich bitte Sie. Das ist doch eine Nachricht von ungeheurer Bedeutung. Wir müssen sofort die Presseagentur in Kenntnis setzen. Gundelbach hat ein neues Stück von... Ja, ich weiß ja schon, aber durchblicken lassen kann man es doch. Drei Sternchen sind manchmal mehr wert als der Name. Genau wie beim Cognac. Du schnöder Wüterich, nichts nimmt mir meinen Glauben. Du schnöder Wüterich, nichts nimmt mir meinen Glauben. Nur, Friedrich, nun gehen Sie doch mit Ihrem Temperament auf den römischen Unhold los. Jawohl, Herr Direktor. Hey, da! Aua! Kaum spüre ich die holde Last. Charlie, Sie stehen da und feixen. Sie müssen doch da Anteil nehmen. Herr Direktor, das ist doch kein Stück. Spielen wir doch lieber den Königsleutnant. Nee, mein Guter, das ist schon ein Stück. Aber Sie sind kein Schauspieler. Und ich bin Schauspieler, aber kein Transportarbeiter. Oh. Sagen Sie mal, Sie bestellen bei mir 500 Flaschen Wein und dann schicken Sie wieder zurück. Also etwas ungewöhnlich für die Weingroßhandlung, Gross. Herr Gross, diese ganzen Festwochen hier in Gundelbach fallen da uns. Habt ihr wahrscheinlich den Leuten nicht geboten. Doch. Weil dann müssen Sie mal nach Berlin kommen. Hab ich. Ich als einziger Schauspieler habe ich mir eingenommen. Drei Kreuze mache ich, wenn ich sie wieder los bin. Mit dem Theater habe ich auch mal mein Theater gehabt. Mein Junge hatte mal so Flausen im Kopf, hat sich aber Gott sei Dank wieder gelegt. Bald ist er bei mir im Geschäft. Sie, da muss ich mal eine Geschichte erzählen. Also ich sage zu meinem Sohn. Karl, sage ich. Wie ist das also jetzt mit dem Weiner, Gross? Es hat doch Zeit, der Tag ist doch noch lang. Wollen Sie meinen Jungen mal sehen? So, was sehen Sie nicht zum zweiten Mal? Hier, bitte. Oh, grausam bin ich hier mitnichten. Das könnt ihr euren Frauen berichten. Dein Tricher. Von dem Satz habe ich nur den ersten Teil verstanden. Den Hintern haben sie verschluckt. Lauter, lauter! Das Publikum will ja was hören für sein Geld, nicht wahr? Oh, grausam! Ja, nun. Gehen Sie mal ein Momentchen auf die Seite. Also ein für alle Mal, links und rechts, da könnt ihr euch austoben, so viel ihr wollt. Aber der Platz hier in der Mitte ist mein. Dass man da keiner reinkommt. Ja, wahr. Ist mein Sektor. Verstanden? Und nun ergießt sich das römische Heer über das friedliche Sabinchen. Friedrich, nun mal die Herren Römer. Aber Tempo. Na? Was sagt ihr? Ist das nicht ein stattliches römisches Heer? Wie soll ich dem bloß alle anziehen? Die brauchen doch auch Tojas. Hätte ich doch bloß mehr Bettlaken mitgenommen. Aber Mama, das sind doch Soldaten, die tragen doch Uniformen. Meine Tochter, das ist ein echtes Theaterblut. Von dem Kind könnt ihr euch eine Scheibe abschneiden. Das ist es. Ja? Das sind doch Griecher, Soldaten, die... Die lassen wir, wie sie sind. Nur wollen wir mal eben. Nehmt mal die Teppe hier weg. Also, ihr seid eine ganz verwegene Gesellschaft, die sich auf dem Kriegsfuße befindet. Und kommt im langsamen Dänsermarsch in Abständen über die Bühne am Prospekt vorbei. Halt mal. Das Wichtigste kommt ja erst noch. Nicht wahr? An der Ecke, dann hinten rum, nur aber die Beine in der Hand und nichts wie Nieber über die Bühne. Und dann kommt er hier wieder raus und dann geht er wieder in Abständen, Gänsemarsch, langsam am Prospekt vorbei. Und so weiter. Das Publikum muss glauben, das nimmt überhaupt kein Ende. Die müssen Angst vor euch kriegen. Ja? So, dann wollen wir es mal machen. Nee, Abstand, Dicker, Abstand! Du! Hast du was kannst du? Abstand ein! Du!
wie geölter Blitz muss das gehen. Todesruhe, Todesachtung. Hier ist ein Loch. Frau Direktor, sitzt meine Perücke so gut? Perücke schon, aber das Gesicht ist viel zu jung. Vergessen Sie nicht, Kindchen, dass Sie die alte grabengebeuschte Amme des Königs spielen dürfen. Hier viel mehr Furchen. Furchtbar. So, meine Herren, genug daheim. Dankeschön, das haben Sie schön gemacht. Und morgen treffen wir uns wieder zur Probe hier gleich neben einem Spritzenhaus. Wiedersehen. So, was haben wir denn jetzt? Was kommt denn jetzt dran? Der Auftritt der Sklavin Tullia. Nun, wer war denn das? Da müsste was einfallen, Emanuel. Wir haben keine Dame mehr frei. Na, das ist ja ganz einfach. Da machen wir aus der Sklavin Dulia den Menschensklaven Dullius. Das ist ausgeschlossen, das geht nicht. Wer war denn das? Ich. Herr Professor. Nun gucke mal einer an. Die Sklavin Dulia muss von einer Frau dargestellt werden. Denk doch an den Monolog. Oh, wär ich doch als Mann geboren. Das kann doch nie ein Mann sagen. Ja, da hat er recht. Da hätte ja der Wunsch gar keine innere Berechtigung mehr. Da gibt's nur eins. Da machen wir eben ein Kind. Da machen wir daraus ein Sklavenkind mit namens Dullium. Was sagen Sie nun? Also das ist ganz ausgeschlossen. Also, Herr Professor, da müssen wir eben die Rolle streichen. Wahnsinniger, die Sklavin Tullia überbringt doch dem König die entscheidende Botschaft. Die Botschaft, die kann ja auch in einem Briefe drinne stehen, ne wahr? Die Szene spielt doch in einem Bienchenhain. Da lächeln wir einfach auf einem Baumstumpf den Brief. Aber Papa, wir haben doch gar keinen Baumstumpf. Wir haben aber eine alte Zylinderschachtel, du Düssel. Und da legen wir Mamas braunen Unterrock drüber und fertig ist der schönste Baumstumpf, du Dämmele. Und da liegt eben der Brief. Wie kommt ein Brief in den Wald? Den hat ein römischer Landbriefträger verloren. Und dann sage ich ganz einfach dazwischen, das Kämpfgetäse, das ist fürchterlich. Herrchen, da liegt der Brief für mich. Da sieht er, da nimmt er, da hat er, da liest er. Die Probe geht weiter. Und jetzt käme wieder Kanonendonner. Wieso Kanonendonner? Im alten Rom? Nur über meine Leiche. Versteh dich gar nicht, Martin. Was geht dich denn das alles an? Du tust ja so, als hättest du das Stück geschrieben. Aber das Pulver wurde doch erst im 14. Jahrhundert erfunden. Ja, aber auf keinen Fall von dir. Herr Professor, wir spielen hier ein Theaterstück und kein Konversationslexikon. Also auf jeden Fall, ich verbiete jedenfalls diese Aufführung. In welcher Eigenschaft denn? Bist du wahnsinnig geworden? Meine Herrschaften, ich muss Sie doch bitten, meinen Mann bei seiner schweren künstlerischen Arbeit nicht zu stören. Genauso dickköpfig wie der Finanzbeamtin Genisroda. Nie mehr lebende Dichter. Das ist der letzte. Nie mehr. Probe ist aus. Das ist ja furchtbar. Ja, mit dir. Frau Direktor hat ganz recht. Komm bloß weg. Wir stören hier. Komm, Renate. Ja, Mama. Ich komm gleich. Komm hin. Tag, Fräulein Renate. Haben Sie ein paar Minuten Zeit für mich? Viel länger, wenn Sie wollen. Sie selbst haben gesagt, dass Sie gegen das Stück meines Vaters sind. Das haben Sie gesagt. Ja, bitte, Fräulein Renate, vergessen Sie das. Ich verspreche Ihnen, dass ich alles tun will. Nein, das sollen Sie ja gar nicht. Im Gegenteil. Können Sie nicht verhindern, dass das Stück aufgeführt wird? Ich habe so große Angst davor. Ja, was soll ich denn da machen? Ich traue mich kaum, Sie darum zu bitten. Aber können Sie nicht einfach Ihre Rolle niederlegen? Für Sie würde ich ja alles tun, aber das wird schwer gehen. Sicher ist das zu viel verlangt von einem Schauspieler. Schauspieler. Heute mache ich mir gar nicht mehr so viel aus der Schauspielerei. Aber ich kann auch Strieses nicht im Stich lassen, gerade jetzt, wo es ihm so schlecht geht. Wird er keine andere Möglichkeit finden? Sie kriegen bestimmt Ihre Saalmiete. Mit dem neuen Stück spielen wir doch das Geld 10-mal ein. Karl! Papa? Junge! Was machst du denn hier? Das wollte ich dich auch gerade fragen. Ich habe hier zu tun. Na und du? Ich denke, du bist in Heidelberg. Was machst du eigentlich in Gundelbach? Ja, ich bin hier. Ja, sehe ich ja, dass du hier bist. Also mal los, mach raus mit der Sprache. Hm? Ja, eigentlich wollte ich es dir noch nicht sagen. Ach, du kannst doch Vertrauen zu deinem Vater haben. Ach. Hast du hier ein Mädchen? Ja. Ich habe mich verlobt. Was? Ja. Verliebt und gleich verlobt. Ja, ist denn das die Mö...
Nicht Kreid, was verlobt? In Heidelberg? Ja. Nein, hier. In Gudelbach? Ja. Aha. Ich bin hier, um die Eltern zu besuchen, weißt du? Ah, du. Wie heißt sie denn? Renate. Renate klingt doch ganz hübsch, nicht? Renate Gollwitz, ihr Vater ist hier Lateinprofessor am Gymnasium. Du, dem darfst aber deine Zeugnisse nicht zeigen. Habe ich recht Dusel gehabt, dass ich hier nach Gundelbach gekommen bin, nicht? Wieso? Da kann ich doch deine Renate gleich mal kennenlernen. Ja, das wird sehr schlecht gehen. Das wird ganz einfach gehen, das musst du eben arrangieren, weil ich fahre doch heute Abend wieder weg. Ja, ich will's versuchen, aber, weißt du, die Schwiegermutter... Ach, die Schwiegermutter überlass mal mir, mit der werde ich schon noch reden. Charlie? Seit wann heißt denn du Charlie? Ich denke, du heißt Karlchen. Ach, das ist ja nur mein künstlicher Kosename. Renate nennt mich so, weißt du? Ach, los, dann hol doch Renate mal her, also Junge, ich platz direkt vor Neugierde. Ihr Götter hört den König. Ihr Götter hört den König Titius Datius flehen. Du sprichst doch nicht so eine starke Dialekt. Titus Datius. Ne? Ihr Götter hört den König Titus Datius flehen. Lasst hier der Römer Schurkentaten nicht geschehen. Was gibt es denn? Was gibt es denn? Aber du doch nicht. Ich meine doch Fräulein Müller-Muthesius. Ja. Frau Direktor, ich habe getan, was ich konnte. Ich war sogar sehr nett zu Herrn Perchtrammer. Der hat mir beinahe einen Heiratsantrag gemacht. Aber die Saalmiete müssen wir trotzdem bezahlen. Ach, da muss noch mal der Charlie helfen. Wo ist er denn? Charlie! Entschuldigen Sie, Fräulein Renate, dass ich Sie hier störe. Es ist etwas sehr Unangenehmes passiert. Können Sie mir einen großen Gefallen tun? Gerne. Na, versprechen Sie es nicht so schnell. Sie wissen ja noch gar nicht, worum es sich handelt. Hätten Sie vielleicht eine halbe Stunde Zeit für mich? Guten Tag, bitte. Sieh mal an! Macht mir gleich selber die Tür auf. Eieieiei, wie niedlich sie aussieht. Bitte Sie wünschen. Da können Sie sich gar nicht denken, was ich wünsche. Nein, die Ähnlichkeit. Keine Ahnung, wer ich bin. Nein, Papa Goss, der Papa von Karl. Wollte mich mal gerne mit Mama unterhalten. Höre nämlich, sie ist mit meinem Jungen gar nicht einverstanden. Och, Sie müssen wissen, mein Junge ist ein ganz besonderer Mensch. Ja, Sie sind ja bei Professor Gollwitz. Ja, das weiß ich doch. Am liebsten mit... Hilfe! Rosa, was gibt's denn? Sie? Mich lauste Affe. Martin, der Kerl aus der Bahn. Erlauben Sie mal, ich bin der Vater von Karl. Das ist mir egal, von wem Sie der Vater sind. Ich kenne keinen Karl. Rosa, was haben Sie mit diesem Mann zu tun? Er wollte mich küssen. Rosa, wieso Rosa? Ich denke, Sie heißen Renate. Renate? Das wird ja immer besser. Was wollen Sie von meiner Tochter? Komische Frage. Als künftiger Schwiegervater? Mein Herr, meine Tochter ist weder verlobt noch verheiratet. Bevor Sie in unsere Familie kommen, schlug ich Strichnin. Keine Sorge. Bevor Emil Gross zulässt, dass sein einziger Sohn in dieses Haus hineinheiratet, er trinkt die gesamten Bestände seiner renommierten Weinhandlung aus. Und die sind nicht zu knapp. Das kann ich Ihnen mal sagen. Rosa, legen Sie die Kette vor. Wenn dieser Mensch nur einmal kommt, rufen Sie die Polizei. Sonst fliegen Sie morgen hier raus. Meine Geduld ist zu Ende. Aber bedenken Sie doch, Herr Perchtrammer, wir stehen doch vor einem großen künstlerischen Ereignis. Und damit vor größeren Eingängen, an denen wir Sie beteiligen. Ach, das haben Sie mir bei Königsleutnant auch erzählt und ich warte heute noch auf mein Geld. Nein, meine Geduld ist zu Ende. Ach, was sollen wir bloß machen? Und der Charlie ist immer noch nicht da. Bitte tun Sie mir doch den Gefallen und sagen Sie nicht nein. Ja. Wenn Sie mich so bitten, muss ich wohl Ihre Verlobte spielen. Hoffentlich wird Ihr Vater nicht misstrauisch. Ach, da bist du ja. Was hast du mir erzählt, hä? Du bist ja gar nicht verlobt. Aber doch, doch. Ach, was Schwein. Rausgeschmissen haben sie mich. Beinahe hätte ich das Hausmädchen geküsst. Ach, bis auf die Knochen bin ich blamiert. Leute haben noch nie was von dir gehört. Du kennst gar keine Renate Gollwitz. Wer sind Sie denn? Renate Gollwitz. Nein. Ja. Doch, sie ist meine Braut. Ja, stimmt denn das überhaupt? Ja. Charlie, du sollst furchtbar schnell rüberkommen. Die Mami will was von dir. Ja. Geh mal schon vor. Ich komme gleich nach. Moment mal. Wie heißt du denn, mein Kleiner? Othello. Was? Othello? Deine Mutti, die will was von dem Onkel? Hm? Was will sie denn? Ach, nichts Besonderes. Ach, nichts. Lass doch mal. Was will denn deine Mutti? Ich glaube, Geld. Was, Geld? Hier gibt's Mütter, die Geld von dir kriegen? Na klar, sonst können wir doch nicht spielen. Na, was denn spielen? Ach, wir spielen... Wir spielen Skat, nicht wahr? Wir spielen Skat. Quatsch, unser Stück? Bitte, entschuldig doch mal eine kleine Sekunde. Ich bin gleich wieder da. Was denn, Stück? Und spielen? Jetzt geht mal langsam Licht auf. Na, das wäre ja ein tolles Ding. Jetzt will ich aber die Wahrheit wissen. Herr Gross, bleiben Sie doch hier. Hören Sie doch zu. Hier schwindet ja mal einer mehr als der andere Sie. Ich frage Sie jetzt auf den Kopf zu. Ist mein Junge beim Theater oder nicht? Was? Ja.
Das ist ja ungeheuerlich nach dieser Halunke. Lieber Herr Gross, ich will Ihnen ja alles erklären. Bitte, bitte. Die Sache ist nämlich die. Wir brauchen dringend das Geld für die Saalmiete. Sonst müssen wir raus und können morgen nicht spielen. Tja, Frau Direktor, ich muss Sie leider enttäuschen. Auch wenn ich wollte, ich kann Ihnen das Geld nicht geben. Warum denn nicht? Draußen sitzt mein Vater. Wer? Er darf mich hier nicht sehen. Ich kann bei Ihnen nicht mitspielen. Ach, das noch. Emanuel, jetzt müssen wir hier weg. Weg, wo das Stück steht. Wo mir der Einfall gekommen ist, dass wir den Papagei als römischen Kriegsadler den Legionen vorantragen lassen. Nein, meine Gute, wir müssen spielen. Aber wenn sein Vater erfährt, dass sein Sohn bei uns als Schauspieler engagiert ist, dann verlangt er doch das Geld zurück, womit der Jute Charlie uns immer ausgeholfen hat. Aber Sie dürfen mich nicht verraten. Selbstverständlich nicht, nein. Und Sie glauben wirklich, dass es ihm nicht mehr ernst ist mit der Schauspielerei? Nein, bestimmt nicht. Ah, fällt mir direkt ein Stein vom Herzen. Nur diese Strieses tun ihm leid. Und er will sie doch nicht im Stich lassen. Naja, ich habe schon gehört. Die Leute können nicht mal ihre Saalmiete bezahlen. Aber mal sehen, was sich machen lässt. Vor allen Dingen, der Junge muss mal raus aus dem Verein. Der muss sein angebrochenes Studium beenden. Stimmt's oder habe ich recht? Ich bin vollständig Ihrer Meinung. Ja, Sie sind also wirklich ein Uferzahn. Ein Prachtmädel. Langsam tut mir es wirklich leid, dass das nicht stimmt mit der Verlobung. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wenn Sie meinen Jungen, den Karl, erst mal näher kennengelernt haben, ich sage Ihnen, der Junge ist Gold wert. Ganz der Vater. So, da bin ich wieder. Ja, da bist du wieder. Renate, wenn ich mich recht erinnere, hatten Sie es doch, hattest du es doch vorhin sehr eilig. Ja, ja, natürlich, ich muss nach Hause. Wenn du erlaubst, bringe ich dich ein Stückchen. Entschuldigst du uns bitte, Papa? Selbstverständlich, meine Kinder. Sei nicht traurig, mein Engelchen, nicht? Komm, Hamele, pack das ein. Dann trägst du das weg. Guten Tag, mein Name ist Gross. Ei, verflucht. Sie können sich wohl denken, was ich will, oder nicht? Keine Ahnung. Also hören Sie mal zu. Es ist nicht meine Art, lang und breit um eine Sache rumzureden und viel Palaver zu machen. Geld kann jeder gebrauchen, auf Geld kann keiner verzichten. Stimmt's? Und jetzt wollen Sie ihr's wieder haben, nicht? Was will ich wieder haben? Nur das Geld, das Sie Charlie nach Heidelberg geschickt haben. Damit hat er uns doch immer ausgeholfen, der gute Junge. Nee, nicht das Geld. Meinen Sohn will ich wieder haben. Verursacht natürlich Unkosten, wenn Schauspieler plötzlich ausscheiden. Kann ich mal denken. Und ob, Herr Gross, Sie bringen uns da in sehr große Schwierigkeiten. Nur stellen Sie sich mal vor, ein Schauspieler wie der Charlie, will ja jetzt nicht von seinem Talent sprechen, aber seine Jadrobe, wo jetzt denn das wieder ein Liebhaber mit zwei hellen Sommeranzügen und einem eichenen Frack? Das ist für uns ein Ausfall. Wir können ja nie wieder ein Salonstück spielen. Ach, du halten Sie bloß mal die Luft an. Es ist ja furchtbar, Menschen immer zu reden und reden muss. Ich will ja all Ihre Unkosten ersetzen. Momentchen. Sie wollen uns Geld geben? Ja, davon rede ich doch die ganze Zeit. Sie wollen uns für den Verlust entschädigen? Das sage ich doch nun mal los. Was kostet denn der Spaß, hm? Emanuel, hast du das gehört? Ja, ich hab's gehört. Aber gestatten Sie erst einmal eine Frage. Na, bitte, schießen Sie mal los. Weiß Charlie von dieser Aktion? Nö, natürlich nicht. Brauche ja nicht zu wissen, nicht? Da stecken Sie Ihre Brieftasche mal wieder ein. Ihren Sohn können Sie kriechen, aber loskaufen brauchen Sie den nicht. Oh nein, mein Mann hat vollkommen recht. Wir können mit dem Charlie kein Geschäft machen. Wir sind aber ulkig. Sie brauchen doch das Geld für die Saalmiete, sonst fliegen Sie doch hier raus. Fliegen wir eben wieder raus. Machen wir anderswo weiter. Jawohl, da verzichten wir eben auf dieses Gastspiel. Und nehmen den Koffer und machen fort. Tun Sie es doch schon endlich. Immer mit der Ruhe, Herr Perstramme. Wir müssen ja erstmal unsere Ausstattung einpacken, nicht? Ausstattung. Nicht mehr sehen kann ich den Plunder von eurer Schmiere. Was? Schmiere? Sagen Sie das nochmal. Ja, Schmiere! Sie wollen mich beleidigen. Aber das kennen Sie nicht. Es ist warm, wir sind eine kleine Wanderbühne und ziehen von Ort zu Ort. Und wissen heute nicht, was morgen ist und wovon wir leben werden. Pensionen und Zuschüsse kennen wir nicht. Das beeinträchtigt unsere Leistungen nicht. Wir sind wie eine große Familie. Aber da gibt es keine Intrigen, wie an anderen Theatern. Mein jugendlicher Komiker Friedrich, er ist nebenbei ein Beleuchter, wie Sie überhaupt keinen besseren finden können.
mit einer Taschenlampe und dem Stückchen rot gefärbtes Glas, da macht er Ihnen einen Sonnenuntergang, das Ihnen grün und blau fahren wird. Plunder, sagten Sie zu meiner Ausstattung. Dann will ich Ihnen mal was sagen. Wenn meine Frau als wahnsinnig gewordene Ophelia wie eine schöne Blume verwelkt, ersetzt eine einzige Träne von ihr alles, was uns an Dekorationen und an Kostümen fehlt. Wenn ich als König Titius Tatius mich auf einen von ihren schäbigen Wirtshausstühlen setze, wird er dadurch zum Königsthrone. Mein erster junglicher Liebhaber spielt den Prinzen von Homburg. Aber der ist nicht zu stolz, Kartoffeln zu schälen. Unsere jugendliche Naive mit Hingabe spielt sie ihre alten Weiber. Nebenbei macht sie die große Wäsche. Mein Jüngster macht schon Propaganda und trägt die Plakate aus. Aber was ist das alles gegen meine Frau? Nicht, dass sie für alle kocht, abends an der Kasse sitzt, in der Stadt rumsaust und Requisiten zusammenborcht. Da steht sie auch noch jeden Abend in einer Hauptrolle auf der Bühne und hat trotz allem noch Zeit und Muße gefunden, mich mit einer Schar blühender Kinder zu beschenken. Sehen Sie, Herr Berchtrammer. Das wird an einer Schmiere geleistet. Ich bin der Direktor. So, damit wäre alles bezahlt, was die Strieses Ihnen bis heute schuldig sind. Ich verstehe nicht, warum Sie das machen. Ja, weil mir die Leute gefallen, einfach deswegen. Ich meine, Sie brauchen natürlich nicht von mir zu sagen. Sagen Sie ruhig, wer abgereist. In Wirklichkeit bleibe ich natürlich hier. Ich weiß, Sie müssen auch wissen, dass mein Junge, der Karl, der spielt doch mit. Und einmal möchte ich ihn noch auf der Bühne sehen, nicht? Köpfe unter uns. Das ist schon der zweite Autobus, meine Herren. Wenn das so weitergeht, können wir mit einem kolossalen Besuch rechnen. Herr Bürgermeister, ein Telegramm. Ja. Das Telegramm war vom Eisenbahnbezirksdirektionsdirektor. Er kündigte sein Eintreffen um 11.11 Uhr in Gundelbach an. Das konnte doch nur eins bedeuten, dass der D-Zug halten würde. Er hielt tatsächlich, aber nur ein einziges Mal. Und auch das war nur dem Umstand zu verdanken, dass höhere Bahnbeamte nicht gerne während der Fahrt abspringen. Am selben Tage bekam ich eine ehrenvolle Einladung zur Aufführung eines neuen Theaterstückes, Der Raub der Sabinerinnen. Mir doch gesagt, die Aufführung unterbleibt. Ja, ich weiß auch nicht. Dieser Trubel! Also nicht vorzustellen, dass wir das alles dir zu verdanken haben. Nicht vorzustellen. Gott, wie mag es wohl jetzt dem Autor selbst zumute sein? Ein bisschen aufgeregt ist er sicher. Ja, sicher. Ich muss zum Friseur. Seht nur zu, dass ihr rechtzeitig fertig werdet. Wiedersehen. Bei Gollwitz? Ja, Charlie. Renate, stell dir vor, wir spielen heute Abend doch. Irgendjemand muss den Strieses Geld gegeben haben. Ich habe keine Ahnung, wer. Das ist ja ein schöner Schreck. Wieso? Auf Wiedersehen, Charlie. Was ist denn? Papa, die Aufführung findet doch statt. Da muss die volle Wahrheit an den Tag. Ich hab ja keine Karte mehr. Ich hab ja keine Karte mehr. Still sein jetzt. Ruhig doch, ihr macht mir doch den Papagei nervös. Ja, Tello, pass auf, du kriegst jetzt eine wichtige Aufgabe. Hier stellst du dich im ersten Altär und wartest. Und wenn du mich draußen sagen hörst, oh Mond mit deiner Silberscheibe, wenn du Silberscheibe hörst, ne wahr? Da ziehst du hier an der Strippe. Nee, warte mal. Ja, an der Strippe, aber schön langsam. Da lässt du nämlich den Mond aufgehen. Dass du mal, ja, nicht an der Strebe ziehst. Wirst du wohl zuhören, wenn ich mit dir rede? Emanuel! Luise, wie war der Verkauf? Emanuel, ich hätte noch 50 Karten verkaufen können. Dimsch, warum hast du es nicht getan? Ich hab keine mehr. Luise, willst du vielleicht damit sagen? Ja, bis auf den letzten Platz. Das nochmal erleben. Das heißt, was wir jetzt machen? Jetzt zahlen wir alle unsere Rückstände. Und hat noch Zeit. Jetzt lassen wir uns ganz schnell ein Schild malen. Ausverkauft. Und das hängen wir draußen auf. Und den stellen wir uns alle daneben. Und dann lassen wir uns alle fotografieren.
1, 2, 3. Danke. So, nun macht das Schild an der Kasse an. Renn in die Kostüme. Hoch auf die Bühne. Aber Tempo, Tempo, Tempo. Sie hatten doch von einer Beteiligung an den Kasseneinnahmen gesprochen. Und daraufhin haben Sie uns rausgeschmissen. Nächste bitte. Friedrich! Aber das könnt ihr mir doch nicht antun. Legen Sie mal ein gutes Wort für mich ein, Mutchen. Hören Sie schon auf mit Ihrem dämlichen Mutchen, ja? Ich bin 22. Aber das hat doch keine Eile, Frau Direktor. Kinder, nehmt das Geld, solange es da ist. Aber hebt es schön auf, vielleicht brauchen wir es noch einmal wieder. So noch also nicht. Heute werde ich spielen wie ein junger Gott. Ja, das könnte Ihnen so passen. Sie sind doch 70 Jahre alte Seher, der Prophetin, und klemmen sich den Bart an. Ach, Emanuel, ist das schön. Ich könnte immer zu sitzen und Schulden zahlen. Herr Striese, Herr Striese, ich muss unverzüglich mit Ihnen sprechen. Aber Herr Striese, es tut mir furchtbar leid, aber... Ich muss Einhalt gebieten. Was Sie begehen mit der Aufführung des Stückes ein Unrecht gegen einen weltbekannten Dichter. Herr Jesus, jetzt kommen Sie mal damit, Herr Professor. Der Name des Dichters steht doch gar nicht drauf auf dem Plakat. Da gucken Sie hin, 3 Sternchen. Das bedeutet, eine nicht genannt sein wollen hervorragende Persönlichkeit. Das einzige Glück ist ja nur, dass dieser Mann wie ein Einsiedler lebt und keine Ahnung davon hat, was heute hier vorgeht. Ach, doch, da bist du ja. Gott sei Dank. Ja. Weißt du, wer eben vorgefahren ist? Ums Himmels Willen doch nicht. Persönlich. Jetzt ist mir alles egal. Ich werde den Leuten die Wahrheit sagen. Welchen Leuten? Was für eine Wahrheit? Friederike, die 3 Sternchen bin ich. Was bist du? Na, ich habe das Stück geschrieben. Du? Ja. Das ist ja entsetzlich. Das ist ein Riesenerfolg, Sie können sich drauf verlassen. Und jetzt weiß ich auch, was ich zu tun habe. Ich trete vor den Vorhang und sage, das Stück ist von mir und wer gehen will, der kann das Eintrittsgeld zurückbekommen. Eintrittsgeld zurück? Das hat es noch nie gegeben, seit Theater gespielt wird. Ja, Herr Professor, seien Sie doch nicht so kopflos. Das können Sie sich als Akademiker gar nicht leisten. Jetzt wollen wir mal hier von der Biene weggehen. Wir sind nämlich zu laut. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Das Stück ist doch ausgezeichnet. Das wird ein Riesenerfolg. Die Leute werden toben, wenn es zu Ende ist. Und dann ziehe ich Sie am Schluss der Vorstellung, ziehe ich Sie auf die Bühne raus. Da wehren Sie sich so ein bisschen. Das werde ich denn schon machen. Und dann sage ich, da steht der junge Dichter. Nun gehen Sie hier mal rein. Für einen Augenblick, ja? Raus! Raus! Ich will raus hier! Die sind mal los. Wir müssen anfangen, die Leute werden unruhig, Luise. So, da bin ich, Frau Renate. Und staunen Sie, was? Ich dachte, Sie wären fortgefallen. Nein, ich habe mich alles besonnen, habe meinen Plan geändert. Ich will mir noch meinen Jungen mal von unten ansehen. Herr Direktor, ich kann nicht spielen, mein Vater sitzt unten. Jetzt wäre ich aber blödsinnig. Nur zeichnen Sie mal, dass Sie sich verstellen können. Ihr eigener Vater darf Sie nicht wiedererkennen, dann haben Sie Talent. Luise, letztes Zeichen, komm. Die Nacht ist nah und bang sind meine Sinne. Rom streckt nach unseren Frauen die frevle Hand. Vergeblich tracht ich, wie ich dem entrinne. Es droht ein Unheil dem Sabinierland. Raus! Ich will raus hier! Raus! Friederike, du siehst doch, es ist zwecklos. Sei doch vernünftig. Ich will nicht vernünftig sein. Ich will mich scheiden lassen. Ich kann mich in Gundelbach nicht mehr sehen lassen. Ihr Götter, hört den König Titius Tatius flehen. Lasst hier der Rämer Schurkentaten nicht geschehen. Wenn sie die Weiber uns genommen haben, wird unsere Jugend um die Mütter bangen. Das Land stirbt aus. Seht hier diesen edlen Knaben. Noch ziert kein Flaum die jugendlichen Wangen. Das ist ein Unverzagtum. Warum hat sie bloß im Bahn angekleistert? Sieht so ohne viel besser aus, finde ich. Die freche Drohung Roms schreckt mich nur wenig. Denn just vernahm ich, dass die Rettung nah. So höret, was der blinde Seher sah. Oh, Herr,
Die Weissagung künd ich vollzagen, denn der Sabiner schwerste Stunde hat geschlagen. Da hört ihr das an, diese Barbaren. Lachen über das Schicksal der Sabinerin, so Krokodile plätschern in meinem Herzblut. Das ist mir egal, worin sie plätschern. Ich will raus hier. Da ist ein Fenster. Hast, unglückseliger Prophet, du keinen Trost zu spenden? So wie der Mond am Himmel steht. So wie der Mond am Himmel steht, wird sich das Kriegsglück wenden. Wohl an! Das ist ein Hoffnungsschein. Bald flicht man uns die Siegesgrenze. Virginia, komm, mein Töchterlein. Sie zählt kaum mehr als 16 Lenz. Lieb Vater mein, du machst dir Sorgen. Du siehst sehr schwarz für heut und morgen. Doch weiß bleibt, wie gebleichtes Linnen, die Unschuld der Sabinerinnen. Kein noch so strahlender Geselle kommt über meine heilige Schwelle. Ich komm von Rom daher gehetzt. Der Kriegsadler ist unser Zeichen, um euch in letzter Stunde jetzt die Forderung zu überreichen. Beim Zorn der Götter frage ich dich, was willst du von uns, Herold? Sprich! Bist du wohl still, ist ein dicker Blick. Das ist mein ernstes Stück! Bitte lass doch das! Du fällst da herunter! Das ist mir egal! Ich will raus hier! Du musst ein Stück vorfahren, sonst komme ich nicht an das Fenster ran! Vorfahren? Wie kenne ich doch da nicht aus bei diesem... Hallo! Mein Herz schlägt kämpferisch! Ich höre Sie kommen ins Gebüsch! Jetzt rauben wir sie ohne Schonen. Ha, das ist er ja auch. Folgt mir, ihr römischen Legionen. Sie nahen zu Tausenden vereint. Und doch, man wird hier keinem Weibe ein Härchen krümmen. Denn bald scheint der Mond mit seiner Silberscheibe. Silberscheibe. Silberscheibe! Warum dauert es denn so lange? Du fahr doch endlich! Martin! Martin, was hast du mit Absicht getan? Martin! Noch nie so hell wie heute schien er. Wir siegen über Roms Armeen. Solange der Mond scheint, wird unser Land nicht untergehen. Ich habe selten ein Trauerspiel Tränen gelacht. Na nur, Sie weinen ja wirklich. Na, was haben Sie denn? Na, hör dir das an, die beklemmten Kinder. Ich habe mein Mädchen getan. Was machen wir denn nun? Du gehst doch immer was, Luise. Weiterspielen, die wollen doch sonst ihr Geld zurückhaben. Nicht 10 Pferde kriechen mich noch einmal hier vor diese Bestien. Und wenn sie auf den Knien vor mir rumrutschen. Emanuel! Weiter spielen! Frau Direktor, was soll denn nur geschehen? Das hören Sie doch!
weiterspielen. Aber das geht doch gar nicht ohne den Herrn Direktor. Der kommt doch jetzt dran. Das lassen Sie mich nur machen. Da muss mir eben was einfallen. Und was wird mit dem kaputten Prospekt? Da hängen Sie den Wald davor. Los, los. Herr Professor, Sie sind... Strieße. Herr Professor, können Sie mal nicht einen stillen Ort haben, wo mich keiner kennt und wo ich was Alkoholisches zu mir nehme? Ich trinke kein Alkohol. Doch, komm. Kommen Sie. Kommen Sie. Was willst du, Alter? Oh Herr, ich komme euren Stolz zu brechen. 20 Sabinerinnen wollen euch sprechen. Lasst sie herein. In ihren tat mein Haar ergrauen. Das gab mir Mut, hier zu erscheinen. Seht, hinter mir stehen 20 Frauen, die alle vor Verzweiflung weinen. Oh, schaut auf mich, die Gramgebeugte, als Greise am Stich hier. Dort kommt der König, den ich säugte. Heil, König Titus Tatius, dir. Heil, König Titus Tatius, dir. Nein! Mir, der Tochter, müsst ihr huldigen. Mein Vater lässt sich sehr entschuldigen. Ihr seht mich an, weil ich schwarz angezogen bin. Ach, der arme König Titus Tatius schied hin. Danke, lieber Blümel, Sie können gehen, aber bitte. Emanuel. Martin. Prost. Prosit. Seit 25 Jahren bin ich Theaterdirektor, aber sowas ist mir noch nie passiert. In einer tragischen Rolle haben sie über mich gelacht. Ich muss abgehen. Emanuel, wenn das bekannt wird, dass ich der Dichter dieses Stückes bin, dann... Das weiß doch keiner. Dann bin ich erledigt. Meine Ehre, meine Familie, alles ist futsch. Muss ich auch abgehen von der Schule? Das ist zum Verzweifeln. Wir sind das Opfer von tickschen Umständen, sind wir geworden. Da ist schon wieder so ein römischer Kriegsadler. Ich kann keinen Vogel mehr sehen. Weg, du Luder. Martin, dein Stück. Das war ein gutes Stück. Und du warst ein sehr guter König Titus Trapezus. Und du bist ein überragender Dichter. Und du bist ein genialer Schauspieler. Ausgerechnet wir zwei Bäde mussten so einen genialen Durchfall erleben. Emanuel, auf deine Schauspielkunst. Auf deine Dichtkunst. Nachdem ich begriffen hatte, was mir die nette junge Dame in ihrer Verzweiflung zuflüsterte, fühlte ich, dass ich ein paar Worte reden müsste. Meine Damen und Herren, Sie glauben zu wissen, von wem das Stück ist. Ich weiß es, aber glauben Sie mir, der Name des Autors ist nicht wichtig. Wichtig ist allein, dass wir unseren Spaß gehabt haben. Es war zwar noch etwas anderes wichtig, aber das konnte ich den guten Leuten natürlich nicht sagen, nämlich der Haussegen der Familie Gollwitz. Martin! Nein, ich bin's nur. Ja? Was haben Sie gesagt auf der Polizei? Sie haben gesagt, es kommt öfter vor, dass ein Ehemann mal nachts nicht nach Hause kommt. Wir sollen in 3 Tagen wieder nachfragen. Ach, Frau Professor, ich weiß, ich habe die ganze Schuld. Ich habe schon meine Sachen gepackt. Ich
ich kann dem Herrn Professor ja überhaupt nicht mehr in die Augen sehen. Jetzt lassen Sie endlich die verdammte Heulerei. Ich kann es nicht mehr hören. Jetzt kommt er. Papa, Sie? Papa, bist du hier? Nein, also ich darf nicht hier. Oh, Frau Professor, Sie waren meine letzte Hoffnung. Mein Mann ist die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen. Zum ersten Mal seit 15 Jahren. Das ist noch gar nichts. Bei mir sind Sie im April schon 21. Da sind Sie. Sie? Frau Professor, verraten Sie mich nicht. Wissen Sie, wo mein Mann ist? Ja, in der Schule. In der Schule? Ich muss sofort zu ihm. Ich ziehe mich um. Ja, ich soll's aber eigentlich nicht. Mein Mann auch dabei? So ein großer mit einem kurzen Röckchen. Ja, ja. Ja, der ist auch dabei. Ach, Sie leben! Frau Professor, ziehen Sie sich schnell um! Das ist ja schon helle. Wie spät ist es? 9 Uhr. Würde ich raus da. Die Kinder sind ja da raus. Raus. Ich weg. Muss mal meinen Mantel. Verschwind. Die Kinder sind ja. Kinder, bitte. Geht schön nach Hause. Der Herr Studienrat ist krank. Der Unterricht fällt heute aus. Ich dachte, Sie seien krank. Ja, und da wollte ich Sie im Unterricht vertreten. Oh, vielen Dank. Ja, freut mich sehr, dass Sie wieder gesund sind. Auf Wiedersehen, Herr. Wiedersehen. Martin, endlich! Ich dachte schon, du hast dir was angetan. Wie siehst du denn aus? Herr Professor, warum sind meinen Mann gelassen? Psst. Der Herr Gemahl ist da drin. Ach so. Der Ding! Nicht der. Der nimmt Unterricht. Die Weibchen des Aprikosenfalters erkennen wir an ihrem dicken Hinterleib. Und nun kommen wir zum großen Schillerfalter, Apatura Ibis. Im Gegensatz zum kleinen Schillerfalter, Apatura. Wer war das? Ich. Entschuldigen Sie, ich bin wohl hier nicht ganz richtig. Es tut mir furchtbar leid. Emanuel! Ach, wenn du bloß dabei gewesen wärst. Emanuel, du warst so schön. Schön? Ich hatte doch abgebrochen. Wir haben doch weiter gespielt. Weiter gespielt? Ohne mich? Ja, Emanuel. Das Publikum hat gerast. 24 Vorhänge. Es war ein Riesenerfolg. Luise, wenn ich dich nicht hätte. Herr Professor, der Herr Bürgermeister bittet Sie sofort aufs Rathaus zu kommen. Der Bürger? Oh, das habe ich geahnt. Es ist sehr dringend. Kann ich mir denken. Friederike, wir müssen uns auf alles gefasst machen. Ich begleite dich auf deinem schweren Gang. Komm. Die Strieses tun mir sehr leid. Das ist lieb von Ihnen, dann tue ich Ihnen doch sicher auch leid. Sie? Nein. Aber Renatchen, dass ich wegfahren muss, tut Ihnen gar nicht ein bisschen leid? Nein. Warum nicht? Weil ich hoffe, dass Sie bald wiederkommen. Herr Professor Gollwitz, dass wir Sie aus einem besonderen Grunde hergebeten haben, ersehen Sie schon aus der Anwesenheit unseres hohen Gastes. Eine junge Dame aus unserer Stadt, ihr Name spielt keine Rolle, hat sich mit unserem großen Bürger ausgesprochen. Und sie hat das Unfassbare erreicht, dass unser Dichterfürst uns für das nächste Jahr ein neues Werk aus seiner Feder zugesagt hat. Ja. Allerdings unter einer Bedingung, Herr Professor, nämlich, dass Sie die Leitung für die nächsten Gundelbacher Festwochen übernehmen. Bravo. Hierauf gab ich ihm die Hand und raunte ihm zu, ich werde mich sehr anstrengen müssen, um einen solchen Erfolg zu haben, wie mein Kollege, der Dichter vom Raub der Sabinerinnen. So kam alles wieder ins richtige Gleis. Der D-Zug hielt zwar immer noch nicht, aber die Gundelbacher vertrauten auf die Bremswirkung meines nächsten literarischen Projekts. Strieses fuhr wieder auf der Landstraße. Langsam, aber immerhin bergauf. So ist alles beim Alten geblieben. Doch nicht ganz.
Charlie war ausgeschieden, um sich teils auf seinen Doktor und teils auf seine Verlobung mit Renate vorzubereiten. An seiner Stelle fuhr jetzt Rosa mit und sah die Welt in der Farbe ihres Vornamens. Der alte, klapprige Theaterkarren rollte weiter, angetrieben durch Benzin, Optimismus und Strieses unerschütterliche Liebe zum Theater. Und wenn Sie ihm mal irgendwo begegnen, seien Sie nett zu ihm.